Herzlich willkommen an Bord, liebe Gäste. Im Namen der heutigen Crew darf ich Sie bei diesem Flug begrüßen. Wir sind in Kürze startbereit. Bitte nehmen Sie sich jetzt einen klitzekleinen Augenblick Zeit für Ihre Sicherheit. Bitte verstauen Sie Ihr Handgepäck sicher auf den Boden. Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass explosives oder radioaktives Handgepäck nicht erwünscht ist. Dieser Hinweis geht besonders an die Physik und auch an die Chemieetage sowie an Besitzer eines Smartphones des Typs Samsung Galaxy Note 7 oder aber auch einer Uranpechblende. Bitte legen Sie nun Ihren mitgebrachten Sicherheitsgurt an. Haben Sie keinen Sicherheitsgurt mitgebracht, erfolgt dieser Flug auf eigene Gefahr. Wir sind so überzeugt von unserer Aufführung, dass auch Kotztüten nicht zur Standardausstattung gehören, da jederzeit unerwartete Turbulenzen auftreten können. Bitten wir Sie, während der gesamten Veranstaltung fest sitzen zu bleiben. Wir bitten Sie nun, Ihre mobilen Endgeräte während der gesamten Veranstaltung auf lautlos zu stellen. Passagiere, deren Handys klingeln, verpflichten sich dazu, allen Anwesenden zum nächsten kulturellen Abend einen Kuchen zu backen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass dies ein Nichtraucher und auch ein nicht-alkoholischer Flug ist. Zum Rauchen nutzen Sie bitte die Parkplatzaufsicht in den Pausen. Der Konsum von Alkohol während der Veranstaltung wird von der Crew als Kritik an der Aufführungsqualität gewertet und mit sofortigem Entzug und anschließender eigener Verwertung des Alkohols geahndet. Zur Sicherheit bitten wir Sie, sich mit Ihrem nächsten Notausgang vertraut zu machen. Der Aufbau einer persönlichen Beziehung ist jedoch meist nicht erforderlich. Sie befinden sich hier, hier und notfalls auch hier. Beachten Sie, dass sich der nächste Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Wir bitten Sie nun, Ihre Rückenlehnen senkrecht zu stellen und Ihre Tische hochzuklappen. Die Reise beginnt in Kürze. Wir wünschen einen angenehmen Flug. Während sich unser Star umzieht. Deswegen kann ich jetzt eine kleine Rede, denke ich, improvisatorisch. Ja, unser kultureller Abend war sehr spontan, hat sehr viel Spaß gemacht zu organisieren, war sehr stressfrei natürlich. Und ja, ich weiß auch nicht, was ich groß sagen soll, deswegen fange ich jetzt auch gleich einfach mal an. Endlich, da sind Sie ja, ich habe Sie bereits erwartet.
kennen uns jetzt schon 15 Jahre. Ich glaube, wir sind schon eine Weile per Du. Ja, das war ein kleiner Scherz am Rande. Aber freut mich trotzdem, dass du gekommen bist. Oh ja. Aber den Grund würde ich trotzdem ganz gerne wissen. Dreimal darfst du da. Ich meine, du hast kein Geld mehr? Nee, nicht ganz. Du hast nicht mehr genügend talentierte Personen? Nee, das auch nicht. Du hast keine Ideen mehr? Ja, so könnte man das ausdrücken. Ah, das Problem ist doch sowas von 2018. Und wie soll ich dir dabei helfen? Warum ausgerechnet jetzt? Warum nicht jetzt? Na, weil ungefähr 200 Leute zugucken? Ja, ich wette, das haben wir alle nicht kommen sehen, dass das hier nochmal passiert, ne? Ja, aber im Endeffekt ist das wie ein Faust. Unter drei Anfängen wird da einfach keine gute Story draus. Na gut, von mir aus. Ja, also wie dem auch sei, ne? Die Welt hat sich ein Stückchen weitergedreht. Und ich wollte mal ein paar Dinge mit dir besprechen. Sag mal so als Berater. Na gut, ich helfe dem Theater immer gerne. Aber wo genau ist jetzt das Problem? Naja, also das Theater, unsere Talenteshow vor 5 Jahren war schon eine ziemlich Bombenaktion, muss ich eigentlich sagen. Und wir hatten viele Künstler. Außer die Sabine Meyer-Typ. Wie hieß der Name? Keine Ahnung. Ja, ist eigentlich auch egal, ne? Aber wir sind einen schwierigen Investor losgeworden und wir haben das Theater gerettet. Ja, soweit kenne ich die Story ja auch noch. Deshalb habe ich mich ja dann auch vor etwa einem Jahr zur Ruhe gesetzt. Also zumindest was das Theater angeht, ne? Jetten? Ja, wie soll ich sagen? Dein Gesicht hat uns viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet und eigentlich will ich das mit dem von Pavel ersetzen. Stimmt. Wo ist der eigentlich hin? Weg. Auf dem Weg zur roten Karriere. Ah, kenne ich auch noch. Die anderen hier, die Dingens, die auch noch gut waren? Ja, die sind in alle Himmelsrichtungen irgendwie zerstreut. Ich dachte, an talentierten Personen mangelt es dir nicht. Ja, an sich schon, aber irgendwie sind das auch alles einfach Grünschnäppe. Passt wenigstens das Programm? Ja, die Musicals sind schon am Laufen. Und es könnte einfach noch ein bisschen besser sein und ja, wir müssen uns als Theater irgendwie ein bisschen weiterentwickeln und ich habe das Gefühl, ich bin der Sache einfach nicht mehr wirklich gewachsen. So darfst du doch nicht denken. Du bist doch die gute Seele des Theaters. Ohne dich würde das alles hier doch gar nicht laufen. Ja, das stimmt. Und in diesem Sinne will ich das natürlich auch in gute Hände weitergeben. Was hast du vor? Ja, also ich kenne da so einen Typen, wo einen Typen kennt. Und der würde gerne mal sein Konzept vorstellen. Und der sollte eigentlich auch jeden Moment hier auftauchen. Ja, Moment mal, was machst denn du hier? Hast du es vor 5 Jahren denn nicht verstanden? Ja. Wir wollen dich hier nicht mehr sehen. Mit einem Wort raus hier. Ich gebe es ja zu. Das letzte Kapitel ist nicht sonderlich rühmlich ausgegangen. Spaß dir! Meine Ansage war unmissverständlich raus! Hat nicht jeder eine zweite Chance verdient? Es gibt keine zweite Chance für profitversessene Intriganten. Hör mir doch zumindest zu. Ich finde, wir würden vielleicht einen Fehler machen, wenn wir ihn nicht anhören würden. Ich will wissen, was er zu sagen hat. Gott, dann schieß doch los. Um es kurz zu fassen, es ist nicht besonders gut bei mir gelaufen. Kaum Anstellungen, schlechte Verträge, verhältnismäßig wenig Geld. Aber ich bin auch gar nicht hier, um euch um Hilfe zu bitten. Denn wenn ich richtig informiert bin, läuft es auch nicht mehr so gut hier wie vor 5 Jahren. Ja, zur Sache. Ich habe da jemanden kennengelernt und der kann eure Probleme sofort lösen. Und den würde ich euch vielleicht vermitteln. Und fett daran verdienen, oder was? Naja, eine Vermittlungsgebühr. Ach, du hast dich gar nicht verändert seit 5 Jahren. Eine Vermittlungsgebühr, ach, dass ich nicht lache. Es geht das alles wieder von vorne los. Leg dich ab und hör mir zu. Vermittlungsgebühr, die würde ich natürlich weglassen, als Zeichen meines guten Willens. Ah, ist der Herr doch noch vernünftig geworden. Zur Sache. Ich will euch einen jungen Mann vorstellen. Projektkünstler. Brillant, der Junge. Super talentiert. Ein richtiger Jackpot. Guten Abend, die Herren. Guten Abend. Angenehm. Ich habe etwas für Sie vorbereitet. Vielleicht mal anschauen. Bevor wir uns jetzt hier in die Details verlieren,
Wie wäre es, wenn du einfach mal das allgemeine Konzept beschreibst? Wie soll ich das zusammenfassen? Mir schwebt ein Projekt vor, das in sich geschlossen ist. Wir verbinden Kunst und machen etwas Größeres daraus. Und okay. Wir überwinden das ultimative Klischee. Das klingt irgendwie komisch. Ja, hast du irgendwie so ein Beispiel dafür oder so? Ja, Zettel. Hier, hier, der hier? Ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich funktioniert. Ich finde das sehr, sehr gut. Ja, das ist halt auch. Das ist halt so eine Sache, ne? Das ist jetzt noch nicht ganz so aufgeschrieben, was eigentlich sein will. Aber es läuft ja nicht bei dir, oder? Wie? Ja, bei dir auch nicht, ne? Ja, jetzt würde ich mir das festlegen. Wie dem auch sein, ne? Walle, Halle, Dude da. Walle, Halle, Dude da. Walle, Halle, Dude da. Bade, Halle, Dude da. Bade, Halle, Dude da. Halle, Halle, Dude da. Ja, was war da da? Halle, da, glatt oder Halle, da, ta? Da, Halle, da, war sonst keiner hat. Oder Halle, da, glatt, da, war da, da. Da, 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 hat der Fall immer da. Da war er gar nicht da, 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 wa? War das, war unklar. Darum sagen wir nochmal bitte, war der Halle, Dude da. I am so curious, I just wanna know what you have. I am so curious, I just wanna know what you have. Bade, hade, dude da. Bade, hade, dude da. Bade, hade, dude da. Bade, hade, dude da. Bade, das ist schon vom Jahr. Nee, das war wieder das, das oder das da. Hey, das war, ich dachte, das war. Batada war, das ist noch immer nicht klar. Mag, Blatt, Latz, oder was auch immer mal. Batada war, und wenn Batada war. Bitte, bitte, sag mal nochmal, warte, halte, bitte da. I am so curious, I just wanna know what you have. I am so curious, I just wanna know what you have. Bade, Halle, Dude da. 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 Also im Grunde geht es um einen Einblick in den Tag eines Ostwald-Schülers auf der Suche nach dem Klischee. Ein Ostwald-Schüler. Der Junge spricht im Rätsel. Ein Ostwald-Schüler, der Inbegriff für Elite, Spezialwissen und Weltfremdheit. Wir müssen das Gegenteil beweisen. Aha, warum? Ich erkläre es euch. Sehr geehrtes Publikum, wir möchten uns kurz fassen. Dies hier ist im weitesten Sinne ein Interpretationshinweis. Wir, stellvertretend für alle anderen Zwölftklässler, freuen uns, dass Sie so zahlreich zu unserem kulturellen Abend erschienen sind. Nun, wir können um Ihre Erwartungen nur rätseln, aber wir hoffen, dass Sie als Rezipienten dieser ersten und einzigen Uraufführung und Premiere hoffentlich aufmerksam genug sind. Frau Blochmann, bitte kurz die Hand heben, freut sich am Anschluss auf Ihre Rezension dieser Aufführung, aber wir möchten jetzt nicht allzu lange Vorreden halten. Das Leben eines Ostwald-Schülers haben wir das Thema unseres heutigen Abends genannt, wohl wissend, dass es nur ein Thema ist, was schon reichlich besprochen und auch schon verarbeitet wurde,
Trotz dessen lassen wir es uns nicht vorwegnehmen, da auch unseren Senf dazu zu geben. Als ich vor nicht allzu langer Zeit ein Gespräch hatte mit einer anderen Abiturientin, hielt sie mir vor, dass Ostwaldschüler und Waldorfschüler doch gar nicht so unterschiedlich seien. Ich war zuerst etwas irritiert, später dann verstört, aber inzwischen muss ich zugeben, dass sie doch irgendwo recht hat. Es ist im Prinzip wie mit den Parteien. Wenn man sich von der Mitte aus sehr weit ins Rechte oder Linke extrem begibt, wird man feststellen, dass man irgendwann eventuell wieder auf der anderen Seite des Kreises ankommt und sich dort trifft. Ein Beispiel, die wohl häufigste Frage, um in unserem Alter eine Gesprächspause, die vielleicht unangenehm sein könnte, zu überwinden, ist die Frage, welche Schule gehst du? Und der Ostwaldschüler, aber auch der Waldorfschüler, geht dann im Kopf die Varianten durch, die er hat, um zu antworten. Da gibt es zum Beispiel Variante 1. Lügen, einfach eine andere Schule nennen. Aber welche? Irgendwas Durchschnittliches? Schiller? Hildebrand? Augustin? Naja, aber wenn man sich wirklich einer Schule zuordnen, die mit nach einem Dichter benannt ist, der einem in der 9. Klasse so viel Ärger mit seinen Räubern bereitet hat? Variante 2. Auf irgendein fiktives Objekt in der Ferne zeigen und den so geschaffenen Verwirrungsmoment nutzen, um diesem Gespräch möglichst unauffällig und schnell zu entgehen. Am besten im Zickzack-Linien irgendwie davon. Aber, das geht nicht. Der Ostwaldschüler ist doch gemäß seines Klischees überhaupt nicht kreativ. Er entscheidet sich ja meistens für Variante 3. Einfach die blutige Wahrheit sagen. Und wenn ein Waldorfschüler das tut, dann bekommt er meist die erstaunten Blicke, boah, cool, kannst du dann auch deinen Namen tanzen? Beim Ostwaldschüler macht sich dann eher große Enttäuschung gepaart mit etwas Ekelkeit breit. Echt? Diese Streberschule? Bist du etwa Autist? Doch sofort fährt der Ostwaldschüler alle Schilde hoch. Soziale Bedrohung erkannt. Schnell etwas ausdenken, um den Ruf noch irgendwie zu retten. Ja, nee. Eigentlich sind wir Ostwaldschüler ja eher die faulen Typen. Wir gehen das eher entspannt an, weißt du? Wenn wir alle so wären, wie du meinst, hätte ich meine Bälle schon in den Sommerferien fertig gehabt. meine Bälle war 2 Tage vor Abgabe fertig. Gut, dann muss man noch erklären, was die Freuden an der Bälle sind, aber das ist ja eher eine Nebensache. Nur, wenn unser Schulimage nach außen hin so beschädigt ist, ist dann am Klischee etwas dran? Es ist jetzt also Zeit, eine Interpretationshypothese aufzustellen, frei nach der Fragestellung, glauben wir, dass das Klischee eines Ostwaldschülers tatsächlich existiert oder müssen wir diese These entschieden ablehnen? Um das zu überprüfen, würde ein guter Statistiker jetzt mit einem Hypothesentest anfangen und jedem Umfragebogen im Publikum verteilen. Das haben wir nicht gemacht, wir machen etwas anderes und versuchen uns einer interaktiven Erörterungen nach dem Sandburg-Prinzip. Im Rahmen des heutigen Abends möchten wir alle Facetten, und wirklich alle Facetten, des Homo Ostwaldiensis beleuchten. Freut euch auf Kultur, freut euch auf Spaß, haltet euch gut fest, denn jetzt geht's los. Lasst die Spannung beginnen! Höheres Verständnis der Physik und Grundkursphysik bei Herrn Puffers Alpha oder höher. Hier sehen wir ein Wasserstoffatom. Dies besteht wie alle anderen Atome auch aus einem Kern, in diesem Fall einem Proton und einem Elektron, was sich drumherum bewegt. Das dürfte jetzt klar sein.
Gibt es dazu noch Fragen? Ja? Und zwar habe ich, wie ja sicherlich jeder hier, mein erstes Buch über die Quantenphysik vor ca. 3 Jahren gelesen. Und ich erinnere mich wirklich noch sehr lebhaft an die Details. Und zwar muss ich Ihnen leider mitteilen, dass diese Abbildung schon völlig veraltet ist. Ist gut, ich wollte dir nur eine Chance geben, dass du auch etwas verstehst. Das ist so gut, fangen wir an. Ich hätte da im Anschluss direkt meine erste Frage. Kann ich denn damit feststellen, ob meine Bratwürste gut sind? Fangen wir mit dem Vortrag an. Wenn U von R das Potenzial bezeichnet, dann sehen wir, wie wir in der letzten Vorlesung gezeigt haben, dass der Hamilton-Operator und die hier zu sehende Form hat. Ah, Beweis durch geschickte Pausensetzung. Eine äußerst beliebte Beweismethode in der Physik. Ja, das beherrschen nur die Profis. Hierbei bezeichnen Delta I die Laplace-Operatoren in Bezug auf die Koordinaten. Und dabei ist klein r gleich r2 minus r1 und groß r gleich m1r1 plus m2r2 durch m1 plus m2. Und ri sind dabei die Ortsvektoren der Massen. Und man erhält dann als neuen Hamilton-Operator logischerweise das, was hier zu sehen ist. Delta und Delta R sind dabei die Laplace-Operatoren bezüglich der Komponenten von R und Groß R. Und dabei setzen wir klein m gleich m1, m2 durch m1 plus m2 als reduzierte Masse. Interessierst du dich etwa nicht für das Schwerpunktbezugssystem? Hm? Hä? Na, warte, ich werde dir noch das Fürchten lernen. Ja. Und der Hamilton-Operator zerfällt dann also in eine Summe von zwei unabhängigen Teilen. Man kann also ansetzen, Psi von R1, R2 ist Phi von R mal Psi von R. Und die Funktion Phi von R bezeichnet dabei oder beschreibt dabei die Bewegung der Massenmittelpunktes und Psi von R beschreibt die Relativbewegung der Teilchen. Und man erhält dann also, wie hier zu sehen ist, die Schrödinger-Gleichung in dieser Form. Da fällt mir doch direkt ein richtig geiler Witz zu dem Thema ein. Und zwar, pass auf. Schrödinger wird mit seinem Auto an der Grenze angehalten. Sagt der Grenzbeamte zu ihm, wissen Sie, dass sich in Ihrem Kofferraum eine tote Katze befindet? Na jetzt schon, Sie Idiot! Wir führen nun die Kugelkoordinaten ein, wie hier zu sehen ist, und erreichen dann mit dem bekannten Ausdruck des Laplace-Operators in Kugelkoordinaten die hier zu sehende Gleichung. So, wo wir gerade beim Thema sind, ich habe einen Versuch für euch vorbereitet. Vom Brötchenbeschuss am Doppelspalt. Du meinst doch nicht etwa die Brötchen aus dem Hotel von der Kursfahrt, die wir gegen die Wand geworfen haben, um zu gucken, ob die gut sind? Ja, genau, die meine ich. Die gute Nachricht, sie sind nicht zurückgekommen, aber die Wand war dann aber auch nicht mehr dieselbe. Die Nachbarn waren ganz schön sauer auf das Guckloch. China war ganz schön sauer auf das Guckloch. Sehr gut, ihr erinnert euch. Dann präsentiere ich euch den Brötchenbeschuss am Doppelspalt. Gut. Ihr habt nun den Versuch gesehen. Berechnet nun bitte die Brötchenbeinlänge Lambda-Brötchen. Ich hab's. 3π durch 6π mal 10 hoch 6 Nanometer. Richtig. Dachte ich mir. Junge, mach WhatsApp aus. Ich rede schon mit meiner Mutter. Toll, jetzt ruft sie an. Welche jetzt du Opfer? Ja, okay, meinetwegen. Zeig mal her. Und was ist das denn? Dein Taschenrechnerverlauf ist ja peinlicher als dein Browserverlauf. Jetzt hast du ihn abgewürgt. Dass du wieder die Kupplung nicht ordentlich kommen lassen. Okay. Ich rechne nur automatisch. Ja, ich habe hier noch einige Probleme. Ich will das Ganze noch einmal kurz kompakt zusammenfassen, was wir gelernt haben. Hier seht ihr die dazugehörigen Gleichungen.
zum Raten? Denn von der Formel 2 auf die Formel 3 kommen. Das haben wir doch schon in der letzten Stunde behandelt. Ja, ich jetzt. Also, ja, ist doch klar, ich wollte sie natürlich nur testen. Ja. Ich hätte meine richtige Frage, ja, vielen Dank. Wie verfahre ich denn jetzt weiter mit der Formel 4? Nett, dass du fragst. Wir Mathematiker haben dafür ein spezielles Verfahren entwickelt. Wir nennen es Lösung durch Draufgucken. Würde ich das Thema jetzt beenden und in die fortgeschrittenen Themenbereiche einsteigen. Zu meiner Rechten sehen Sie Max aus Wisconsin, in Amerika, ein amerikanischer Star-Moderator der Extraklasse, der extra für diesen kulturellen Abend eingeflogen wurde. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen, vielen Dank, dass ich heute mit Ihnen hier sein darf. Ja, ich freue mich ganz sehr, dass Sie alle total reich erschienen sind. Ich möchte ja, auch Friedrich was vorstellen. Das ist Friedrich. Ja, ohne weiteres würden wir auch direkt den nächsten Beitrag vorstellen. Wir werden im Folgenden ein Flöten- und Klavierstück, also beides nein, Flöten-Klavierstück sozusagen, von Herrn Doktor und Herrn Köhler hören. Und wir bitten diese beiden und Herrn Tusenden auf die Bühne zu danken.
Ich möchte mich gesünder ernähren. Von dir aus? Nein, von Salat. Was hat dich überzeugt? Die saftige Farbe. Selten esse ich mit Salat. Wie kam es dazu? Ich habe Titanic geschaut. Und? Da bekomme ich immer so Hunger auf Eisbergsalat. Da fällt mir ein, ich lade dich am Wochenende ein. Was steht an? Netflix und Grill. Lit. Was gibt's zu essen? Gegrillten Fisch. Welcher Film? Findet Nemo. Nemo ist Latein für niemand. Das nimmt dem Film die Spannung. Dabei hatte er Potenzial. Erst der potenzielle Unterschied macht die Spannung. Klugscheißer. Wer klug scheißt, der legt auch schlaue Haufen. Der Klügere scheißt nach. Ich habe eine neue Tischplatte gekauft. Allein? Nein, Beine waren auch dabei. Ich meine, wurdest du begleitet? Von meiner Frau. Wie heißt sie? Skörpladur. Deine Frau? Nein, die Tischplatte. Du warst bei Ikea? Nein, ich fand den Namen schön. Steht er schon? Ja, Skörpladur. Ich meine den Tisch. Der auch. Wohnst du noch oder lebst du schon? Schrödinger wusste auch nie, ob seine Katze noch wohnte oder schon lebte. Du verwechselst da etwas. Kam Matti zu uns und fragte uns, ob wir denn den kulturellen Abend moderieren wollen. Und wir so, natürlich.
natürlich spontan, ja, klar. Kann man ein bisschen improvisieren auf der Bühne und sich so ein bisschen künstlerisch ausleben. Ja, außerdem ist es für Sie eh kostenlos. Von daher gibt es für Sie auch oder für uns nicht viel zu verlieren. Und ja, und außerdem, falls es doch wieder erwarten gut werden sollte, dieser Abend, haben wir die Chance, obwohl wir talentlos sind, uns mit talentvollen Ostwaldern auf die Bühne zu stellen und ein wenig von dem Erfolg dieses Abends mit abzusagen. Doch nach und nach hat sich herausgestellt, dass dahinter mehr Arbeit steckt, als einfach nur improvisieren und mal ein bisschen was machen. Und dann hieß es, schreibt Dialoge auf, fertigt Skripte an, übt das Ganze. Und dann dachten wir uns, dass wir eigentlich keine Lust auf Arbeit haben. Und haben einfach einen Zauberkünstler aufgetrieben, der uns jetzt helfen soll, den restlichen Abend zu moderieren, damit wir weniger Arbeit haben. Das heißt, nach den nächsten Beiträgen werden also nicht wir hier oben stehen, sondern der Zauberkünstler Friedrich Gütter. Damit verabschieden wir uns vorerst und bitten Herrn Kleinstäuber auf die Bühne, der die Mondscheinsonate von Beethoven präsentieren wird. Applaus bitte! Applaus. Thank you.
Was ist das? Eine Katze. Warum liegt sie dort? Sie ist tot. Sicher? Sie bewegt sich nicht. Es ist also eine Katze. Aber lebt sie? Nein. Warum nicht? Ich bin vorhin drüber gefahren. Aha. Womit? Mit meinem Mazda. Klebt jetzt Katze an deinem Mazda? Ja, bis ich ihn putze. Das wird dem Marder nicht gefallen. Du hast einen Mazda an deinem Marder? Umgekehrt. Womit putzt du die Katzenreste von deinem Mörder-Mazda? Mit Spucke. Du putzt die Katzenreste von deinem Mörder-Mazda mit Spucke blank? Exakt. Potsblitz. Ich fahre fort. Wohin? Das geht dich nicht an. Der war ganz schön miserati. Kommt hier Mitsubishi? Wer ist das? Dein Freund? Ja, mein Auto. Schon getankt? Nur am späten Abend. Ich lasse gerne in Polen volllaufen. Überrasch mich nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie fragen sich sicherlich, warum stehen die zwei schon wieder da oben? Die haben doch eben wen anders angekündigt. Hast du vielleicht eine Idee, warum der nicht da ist? Ich habe eine Idee. Vielleicht hat er sich verspätet. Also der wohnt relativ weit weg. Der wohnt, glaube ich, auf dem Dorf. Das ist in der Nähe von Bad Lausick. Ich glaube, Böse sind arme Leute. Der hat nur einen Roller. Und Frau ist übelst unwetter. Ich glaube, der hat sich verspätet. Denkst du? Wenn du das so sagst. Aber was fällt ihm ein, einfach nicht aufzutauchen? Der ist bezahlt. Warum kommt er nicht? Ja, keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir fahren einfach fort. Was steht denn als nächstes auf dem Plan? Keine Ahnung. Ich glaube, Ödipus, kann das sein? Ah ja, genau, das Hauptstück des Abends, Ödipus, kommt jetzt. Ah, gut, dann Bühne frei für Ödipus. Ein letzter Applaus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein kleines Dorf. Hey, Moment! Wir haben doch gesagt, dass das irgendwas kulturell Wertvolles werden soll. Echt? Ich dachte, für die kleineren Zuschauer? Nee. Was soll Frau Blochmann von uns denken? Es soll doch ein kultureller Abend werden. Nichts Spaßveranstaltung. Ja, vielleicht irgendwas, was die Schüler auch mal im Unterricht hatten? Meinetwegen. Und Dine? Nee, erstens gab es das schon vor 2 Jahren und zweitens macht bei so einer leichten Love Story eben ja keiner mit. Stimmt, also irgendwas Modernes vielleicht. Ah, ich hatte eher an was Antikes gedacht, so mit Emotionen, Tabubrüchen, Mord und Totschlag. Ja, das klingt gut. Naja, dann Ödipus. Ja, das ist gut. Alles klar, also Ödipus. Göttliche Instanz pilgerten die Menschen aus allen Teilen des Landes. Man betrachtete es nämlich ehrfurchtsvoll als direkten Verkünder des Willens von Apoll. König Laios tat dies ebenso, betrat das Heiligtum von Delphi und sagt: Orakel, seit vielen Jahren schon wünsche ich mir nichts sehnlicher als einen eigenen Sohn. Ich bin, wie du weißt, der König der Stadt Theben. Doch das Königsein verheißt mir leider kein ewiges Leben. Zweifelsohne werde auch ich irgendwann mal sterben. Und ich trachte, meinem Sohne meine Krone zu vererben. Erst, wenn dieser mir beschieden, kann ich in Frieden ruhen. O phytischer Apoll, was um was nur soll ich tun? Glaub's ja nicht. Wegen sowas kommt er extra zu mir. Nee, ich helfe ja gern. Schließlich bist du fromm geblieben. Doch wisse, ich bin ein Orakel, nicht das Dr. Sommerteam. Nun, weißt du nicht, wie es läuft?
mit den Blümchen und den Bienchen? Gut, anderes Beispiel. Leid, stell dir vor, du und deine Frau. Ihr wärt zwei Kaninchen. Folge meinem Rat, dann stehen die Chancen günstig. Dass ein Junge wird, ich sag mal, 50 zu 50. Doch warte! Ich sehe. Oh weh. Was ist denn? Willst du das wirklich wissen? Na gut. Du wurdest verflucht. Nun wird. Tja, wie soll ich sagen? Dein noch ungeborener Sohn dich irgendwann erschlagen. Was? Keine Panik. Das muss ich nicht bestätigen. Wenn deine Frau ein Kind bekommt, wird es ja vielleicht auch ein Mädchen. Jokaste, ich nahm gerade das Orakel in Empfang und es hat gesagt, das war Laias. Laias, ich bin schwanger. Ich bin schwanger. Freust du dich denn nicht? Naja, nee. Naja, weißt du, das... Und Laias erzählte, was das Orakel verkündet hatte. Ein paar Monate später kam das Kind zur Welt. Ein Knabe natürlich. Und so einigten sich die beiden spontan darauf, den jungen Postnatal noch abzutreiben. Sie befahlen einem Hirten, den Jungen auszusetzen im Gebirge, in der Hoffnung, wilde Tiere würden ihn zerfetzen. Diese fürwahr todsichere Methode war in der Antike gerade schwer in Mode. Doch der Hirte hatte Mitleid mit dem kleinen Zwerge. Und Wandrich hoch im finsteren Tal, fürchte du kein Unglück. Ha, dies Kind soll mal seinen Vater killen. Das kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen. Es ist doch noch so unschuldig und noch so klein. Es umzubringen, muss das sein. Geht das nicht auch anders? Sag, wo kommst du her? Aus Theben. Ich komme aus Korinth. Was hast du denn da? Ein Kind. Ist das deins? Nee, das ist nicht meins. Das ist ja noch ein ganz kleines. Gerade erst geboren. Das wäre verloren. Was hast du damit vor? Du, mich drückt ein Steinchen im Schuh. Könntest du es mal ganz kurz halten? Sagte er und flitzte wie der Blitz zurück nach Theben. Der Bote brachte das Kind in den Schritt zum Boss Polybos, dem König von Korinth. Der und seine Frau wollten schon immer Kinder haben, so fackelten sie nicht lang und adoptierten den Knaben. Wahrscheinlich hatten sie auch nie das Orakel konsultiert, sonst wüssten sie vielleicht, dass Kinderkriegen auch noch anders funktioniert. Sie tauften das Kind Ödipus. Verbrachte in Korinth seine Kindheit, die wirklich glücklich gewesen sein muss, bis eines Tages. Hey, du da! Du bist gar nicht Polybotus und Meropes Sohn. Ey, warte! Du bist in Wahrheit adoptiert! Was meinst du damit? Tja, Wahrheit oder Unwahrheit, das ist hier die Frage. Ödipus will Klarheit, wird leider gab es keine dieser Tage. So tat er eines, was man damals gerne tat. Er brat das Orakel in Delphi um Rat. Orakel! Ein mir nicht wohlgesinnter, sturzbetrunkener Korinther hat behauptet, ich hätte völlig zu Unrecht geglaubt. Ich wäre mein Eltern leibhaft Kind und ich wollte mal fragen, ob das so stimmt. Ödipus, dir ist viel Gutes vorherbestimmt. Ein glückliches, langes Leben, viele Kinder, Reichtum. Echt?
Nee, verzeihung. Du wirst laut meiner Prophezeiung deinen Vater mal ermorden. Ist das erst wahr geworden, ist dein Vater erst verblichen und den Lebenden entwichen, wirst du leider auch noch deine Mutter ehelichen. Was? Wo soll ich jetzt hin? Ich kann nie zurück nach Korinth, dort leben meine Eltern, Polybos und Merope. Ödipus brach der Schweiß aus und der Name reißt aus. Dass Polybos und Merope seine Eltern seien, davon ging er leider immer noch aus. Und so traut er sich aufgrund der Prophezeiung auch nicht zurück in das Korintherkönigshaus. Planlos irrt er umher auf abgelegenen Wegen, da kommt ihm plötzlich wer entgegen. Hey, junger Spund, geh beiseite. Diese hohle Gasse ist zu schmal für uns beide. Ja, das sehe ich auch, ist ja auch kaum zu übersehen. Doch alter Mann, warum soll gerade ich beiseite gehen? Vorrang vor der Jugend ist des Alters Privileg. In diesem Sinne, aus dem Weg. Ich sag's dir gerne nochmal. You shall not pass! Sag mal, um uns eigentlich? Nicht, dass ich wüsste. Ist ja auch egal. Jetzt schleich dich. Nochmal, ich weiß nicht. Du kommst heute nicht mehr weit, denn du gingest bereits zu weit. Nimm dies für deine dreiste Respektlosigkeit. Au! Und dies! Au, jetzt reicht's aber! Und obwohl die beiden es versuchten, es zu vermeiden, nimmt das Unheil seinen Lauf. Oh nein, was habe ich getan? Quälend lag das Elend über Theben, der geliebte König Laos war nicht mehr am Leben. Irgendjemand hatte, doch wer konnte keiner sagen, ihn auf dem Weg nach Delphi heimtückisch erschlagen. Wir wissen wer, und der irrt gerade planlos in der Gegend um Theben umher. Doch die Sphinx, ein fürchterliches Ungetüm, halb Mensch, halb Löwe, hatte sich ungestüm vor den Toren der Stadt niedergelassen, um sich mal eingehend mit den Thebanern zu befassen. Sie erlegte nämlich jedem, der die Stadt wollte, ein Rätsel auf, und wer des Rätsels Lösung nicht wusste, den fraß sie einfach auf. Schon etliche hatte sie auf dem Gewissen, kurzum, Themen ging es relativ beschissen. Kreon, der Bruder von Jokaste und Laios Nachfolger, fasste notgedrungen den Entschluss, im ganzen Land bekannt zu geben, derjenige, dem es gelingt, unser Theben von der Sphinx zu befreien, soll unser neuer König sein. Und dazu lasse ich ihm meine Schwester Iokaste als Gemahlin angedeihen. Boah! Boah, du hast dich jetzt aber erschreckt. Ich weiß. Ich komme ja auch direkt aus der Unterwelt, dem Hades. Und nun frage ich dich, quo vadis? Sag mal, bist du nicht diese Dingens, diese... Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was mir steht, ist wert, dass es zugrunde geht. Achso, naja, ich bin die Sphinx. Die Kriegs, nur mit S. Und wer bist du? Ödipus, mein Name. Ah ja. Du siehst ja schon ziemlich lecker aus. Ich werde dir jetzt eine Aufgabe stellen. Und wird es nicht gelingen, mir die richtige Antwort vorzuweisen, so werde ich dir 0 Punkte ins Kursbuch eintragen. Und dann kannst du dein Abi vergessen. Und danach werde ich dich fressen. Dann ja. Ach so, nee, danke. Ich gehe dann mal, ne? Stopp! Sonst trifft dich meine Pranke. Ja, okay, ich gebe auf. Und ich nehme gerne in Kauf, dass ich gefressen oder König werde bei diesem Spiel. Mein Leben bedeutet mir gerade eh nicht besonders viel. Ah ja, du scheinst ganz schön rätselig zu sein. Aber das wird dich auch nicht retten. Denn mein Rätsel, das erwähnst du nie. Ha, wollen wir wetten? Ich schaffe dein Rätsel mit links. Stell mir dein Rätsel, Sphinx. Was ist das? Es läuft am Morgen auf 4 Beinen. Und am Mittag auf 3, auf 2. Und im Allgemeinen am Abend auf 3.
jetzt ein bisschen schwer. Ich schätze, wäre es okay, wenn ich jetzt den Telefonjoker einsetze? Nein, das Telefon ist noch gar nicht erfunden, damit. Wenn wir schon mal dabei sind, die Publikumsjoker. Herr Brucher Seifer? Nein, das geht auch nicht. Kann ich jetzt irgendwie eine Antwort oder kann ich dich jetzt schon mal nicht? Das ist jetzt echt schwer, aber... Ach Mensch, das ist jetzt auch egal. Stimmt! Was? Mensch, das ist die richtige Antwort. Du hast gerade das Rätsels Lösung entdeckt. Ach, der Mensch, genau. Sag mal, Sphinx, du warst doch so darauf versessen, dich abzufressen. Das kannst du jetzt vergessen. Das hat dir der Teufel gesagt. Team war befreit und Ödipus erhielt zum Lohn Jocaste zur Gemahlin sowie den Königsthron. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Stopp. Könnte meinen, alles wäre in Butter, wäre Ödipus Gemahlin nicht auch seine eigene Mutter. Nicht nur das. Jocaste ist jetzt auch ihre eigene Schwiegermutter. In der Folgezeit gebar Jocaste dann noch 4 Kinder. 2 Söhne, Eteokles und Polyneikes, und 2 Töchter, Ismene und Antigone. Ach ja, Antigone, aber das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte, an der sich Sophokles vergriffen hat. Spoilerwarnung, am Ende sterben wieder alle. Ja, diese 4 waren jetzt, was nicht minder trist war. Trist war nicht nur Ödipus Kinder, sondern auch seine Geschwister. Die Söhne seine Brüder und die Töchter seine Schwestern. Wenn das die Nachbarn wüssten, gäbe es einiges zu lästern. Ein paar Jahre später. Theben steckte ja schon oft in einer Krise, doch noch niemals war eine so schlimm wie diese. Die Pest lichtet Hundsgemeinden die Reihen und bringt den Menschen viel Verdruss. Wäre da nicht Ödipus? Schließlich hat dieser seinerzeit Theben auch schon von der Sphinx befreit. Fast das ganze Volk hat sich vor dem Palast versammelt. Der Platz vorm Palazzo ist voll, es war gerammelt. Alle sitzen stumm rum und die Stimmung ist recht mies, aber da kommt auch schon der König. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, da ist was faul im Staate Theben. Meine Seele stöhnt um die Stadt und dich und mich zugleich. Ich bin mir der Lage bewusst, in der sich diese Stadt befindet, und habe deswegen meinen besten Mann Kreon ausgesandt, um herauszufinden, was man tun kann, um diese Stadt zu retten. Und ich werde alles tun, was mir einfällt. Darauf könnt ihr wetten. Aber wie immer, wenn man keine Ahnung hat, fragt man das Orakel in Delphi um. Zu den anderen Ereignissen kann ich noch keine Stellung beziehen. Bitte keine Pressefragen mehr. Dankeschön. Oh, Rakel, ich rufe dich an. Sie rufen leider außerhalb der Sprechzeit an. Sie erreichen mich gewöhnlich von Montag bis Freitag, 13 bis 20 Uhr persönlich. Oder hinterlassen mir, wenn es beliebt, eine Nachricht nach dem Piep. Es ist Freitag, 10 nach 10, das, 10 nach 8. Das ist fast innerhalb der Sprechzeiten, nicht wahr? Aber ich bin ganz klar rechtzeitig da. Ich heiße... Kreon. Ich weiß. Woher wisst ihr das? Mein Freund, du bist hier beim Orakel von Delphi. Ich weiß mehr, als du denkst. Die Pest wütet in Theben. Ja, auch das weiß ich schon längst. Und was können wir dagegen tun? Ich finde ja, du bist Ödipus und Laios ganz schön ähnlich. Inwiefern? Die Fragen, die ihr stellt, sind alle ganz schön dämlich. Und was kannst du jetzt vor der Pest beschützen? Was ihr tun könnt, Gemach, Gemach. Den Mörder des Laios gilt es zu finden. Dann wird aus Theben die Pest verschwinden. Als Strafe, so lautet Apolls Gebot, verdient er nichts Geringeres als Ächtung oder Tod.
Aha, Kreon versteckt. Wo hält sich der Mörder versteckt? Wenn wir das wüssten, hätten wir ihn doch schon längst entdeckt. Ich würde vorschlagen, Teiresias mal zu fragen. Der, von dem man sagt, er soll fast so klug sein wie Apoll. Du weißt schon, der blinde Seher. Vielleicht weiß der ja mehr. Okay, gute Idee. Schick den mal her. Man rief mich zum Palaste von König Ödipus und Königin Jokaste. Teiresias! Buenos Dias! O großer Seher, tretet ruhig ein, denn ihr allein könnt uns befreien von der Pein der Götterstrafe, die mein Volk ums Leben bringt und mich um meinen Schlaf, nachdem ich so vergeblich trachte in der Nacht. Kurz, wer hat Laios umgebracht? Weiß ich nicht. Aber du bist doch ein Seher. Was willst du mir jetzt damit sagen? Ich bitte dich, besser stell mir keine Fragen. Und warum nicht? Frag mich nicht. Und wer hat jetzt? Sag ich nicht. Vielleicht gehe ich ja zu wenig auf ihn an. Ich versuche ein bisschen einfühlsam zu sein. Mein Sohn. Was wirkst du so bang dein Gesicht? Na los, weißt du es oder weißt du es nicht? Na gut, ich weiß es, ich bin ehrlich. Doch werd's nicht sagen, zu gefährlich. Glaub mir, Ödipus, es wäre das Beste, wenn du mich jetzt nach Hause gehen lässt. Sekunde mal, du weißt und willst nicht reden? Hast vor, uns alle preiszugeben und die Stadt zugrund zu richten? Mitnichten. Ich rate dir, Knilch, du redest bald und bist du nicht willig? So brauch ich Gewalt. Dann schlag mich halt, wenn dies denn will. Doch bedenke, ich bin alt und trage eine Brille. Aber vielleicht hast du ja mit ihm geschwant, den Mord mitverübt und mitgeplant oder sogar vielleicht selbst begangen. Wirklich? Du glaubst, dass Königsmord für mich Brauch und Sitte wäre? Du willst die Wahrheit hören? Bitte sehr. Auch wenn du mich für den Schuldigen hältst, des Mannes Mörder, den du suchst, bist du selbst! Was? Du selbst bist des Laios Meuchler! Infamer, unverschämter Heuchler! Doch warte nur, es kommt noch schlimmer. Hast du denn überhaupt den blassesten Schimmer, dass die Frau, die dir zu Weib, du selbst entsprangst aus ihrem Leib? Mit anderen Worten, du Gemacker, bist du nicht ein Mörder? Die Wahrheit ist es jedenfalls, so bin ich, wie dir scheint, ein Taugenichts, in der Mangelung meines Augenlichts, in den Augen deiner Eltern aber, ich ein angesehener und weiser Mann. Wo ist die Wache und wo bleibt überhaupt Kreon? Warte mal, Kreon? Vielleicht ist er der Intrigant, hat er dies früher doch erkannt. Kreon lächzt nach dem Thron wie ein Raubtier. Kreon ist der Strolche nicht, niemals ist er der Bösewicht. Zumindest bis Medea kam, war das wieder eine ganz andere Geschichte. Was der da faselt, fällt ja keiner aus. Raus, raus aus meinem Haus. Der heutige Tag wird zeugen dich und auch vernichten. Was? Ist mir gerade noch so eingefallen. Schwester, Schwester, Schlimmes legt dein Gatte mir zur Last. Wie bitte? Dass du Ratte mich verraten hast. Ich will verflucht zugrunde gehen, wenn ich irgendwas von dem, was du zur Last mir legst, getan. Ein gutes Zitat. Ja, zu spontan. Schluss jetzt. Ich vertrage euch jetzt beide. Eure Freundschaft und auf das Messer schneide. Nee, er sei verbannt. Für mich ist seine Schuld erwiesen. Okay, ich gehe. Von dir verkannt. Gerecht jedoch vor diesen. Setz dich! So, jetzt noch mal von vorn. Woher kommt dieser Zorn? Teiresias hat gesagt, ich hätte Laios umgebracht.
Was? Esmir, sagst du? Ha, wie kann er es wagen? Glaube nicht, was die Seher sagen. Ein Orakel hat sich einst erdreistet, weiß zu sagen. Mein Gatter Laos werde vom eigenen Sohn erschlagen. Dabei hat ein Horde Räuber ihn ermordet. Soweit ich weiß, in einer hohen Gasse. Wie du siehst, ist es möglich, sein Schicksal zu vermeiden. Wenn gleich doch bedeutet, sehr darunter zu leiden. Moment mal, du sagtest gerade, Mann, dass man Laios erschlagen hätte. In einer hohen Gasse, wo war das genau? Ja, das muss doch der Weg auf Telfi gewesen sein. Mir schwand übles Frau, wie sah dieser Laios aus? Oh, nicht unansehnlich. Ich würde sogar sagen, er sah dir sehr ähnlich. Hallöchen. Hi. Bin ich hier richtig im Palaste von König Ödipus und Königin Jokaste? Ja, bist du. Was willst du, du Idiot? Polybos, der König von Korinth, ist tot. Das Volk ruft nun Ödipus, seinen Sohn, als rechtmäßigen Erben auf den Thron. Mein Vater ist gestorben? So wahr ich mit euch spreche. Woran ist er gestorben? Altersschwäche. Yes! Strike! Mein Vater ist gestorben! Das heißt, jetzt kann ich ihn nicht mehr ermorden. Versteht ihr, umsonst war all mein Bang. Der Orakelspruch ist nicht in Erfüllung gegangen. Ha! Bedecke deinen Himmel, Zeus! Ich soll meinen Vater ermorden. Verzieh mir was Neues. Ich hab ja gar nicht gesagt, dass sowas eben stimmt. Ja, aber ich gehe trotzdem besser nicht nach Rind, denn der zweite Teil der Prophezeiung könnte ja noch in Erfüllung wahr werden. Und zwar, dass meine Mutter und ich ein Paar werden. Und in diese Gefahr will ich mich nicht begeben, denn im Gegensatz zu Polybos ist ja Merope noch am Leben. Nee, keine Angst, das ist alles ganz entspannt. Du bist mit denen ja überhaupt nicht verwandt. Was? Ich sage es unumwunden, du bist ein Findelkind und ich habe dich gefunden. Ich bin Hirte und war damals in den Bergen unterwegs. Da kam auf einmal ein Kollege meines Wegs aus Theben. Dieser hat dich in meine Obhut übergeben. Ohne mich wärst du schon lange nicht mehr am Leben. Zurück in Korinth übergab ich dich geschwind deinen Eltern, die in Wahrheit deine Pflegeeltern sind. Und dieser Hirte, von dem du sprachst, ist er noch am Leben? Denke schon. Wo ist er jetzt? Vermutlich hier in Theben. Kennt ihn irgendwer? Man bringe ihn mir her. Ich vermute ja latent, dass Jokaste ihn kennt. Was schert es dich, was der da sagt? Glaub es nicht. Hör nicht drauf. Doch, die Wahrheit muss ans Licht. Ich flehe dich an. So, tu es nicht! Tu es nicht! Doch, die Wahrheit muss ans Licht. Unseliger! Einzig dieses Wort kann ich noch zu dir sagen. Kein anderes mehr. Jokaste hasste der Blaste den Palast und flüchtet vor Schmach ins königliche Schlafgemach. Was hat die denn? Ich weiß es auch nicht. Frauen eben. Beide warten nun gemeinsam einen ausgedehnten Moment lang auf den Hirten, den erwähnten. Du so? Ja, muss so. Und selbst? Aber während die zwei mit derlei Fragen sich befassen, erscheint auch schon der Hirte. Herr, ihr habt mich rufen lassen? Ah, endlich, da sind Sie ja. Ist das der Mann? Er ist es. Hirte, kennen Sie diesen Mann? Den. Den? Ach, den. Nee. Wir trafen uns damals in den Bergen. Weißt du nicht mehr? Ich erinnere mich, das ist lange her. Weißt du noch, du drücktest mir ein Kind in den Arm, als wir uns trafen. Guck mal, er ist das Kind von damals. Stimmt es, was er sagt? Gabst du ihm ein Kind? Nein. Sag die Wahrheit! Ja, okay. Das stimmt. Und wo hattest du es her? Bitte frag. Wo hattest du es her? Von Laios und seine Frau gab es mir. Und was damit zu tun? Ich sollte sie umbringen. Und warum? Sie dachten, sie kämen im Orakelspruch davor. Denn es war prophezeit, das Kind werde seinen Vater mal ermorden. Und warum hast du es dann deinem Kollegen übergeben? Nur aus Mitleid, Herr. Aus Mitleid ließ ich es dann geben. Oh Gott, ich kapier's. Teiresias ist nicht blind. Entstammt bin ich. Von wem ich nicht gesollt. Verkehr mit wem ich nicht gewollt. Und hab erschlagen, wen ich nicht gedurft. Ein Schwert! Ein Königreich für ein Schwert! Ödipus geht, nachdem er diese Worte sprach, auf direktem Weg zum königlichen Schlafgemach. Doch die Tür ist verschlossen. Er rüttelt am Türknauf.
Iokaste! Mach die Tür auf! Unterdessen vernimmt man aus dem Inneren vom Schlafzimmer leise Iokastes Gesumme. Vergib mir, Laos, so wahr. Ich auf diesem Bette deinen Mörder gebaut. Auf diesem Lager indes, so fing ich erst Mann meines Mannes, Mann vom Mannen und dann Kinder meines Kindes. Was ging uns durch den Kopf, was hat uns getrieben, als wir uns entschieden haben, unser Kind zu beseitigen? Wir dachten, wir könnten unser Schicksal verhindern, indem wir uns versündigten an uns und unseren Kindern. Kann eine Sünde jemals schlimmer sein, als was ich getan habe? Nein! Oben komme da durch! Dies werde deine Scheide! Ruste da und lass mich sterben! Ah! In diesem Moment stürzt der Bildschirm herein und fängt voller Entsetzen an zu schreien. Nein, Frau! Mutter! Ach, wär ich doch, lang bevor ich König wurde in Theben, als Kind schon gestorben, als das hier zu erleben. Und all dies nur, weil diese Augen sahen, was sie wollten. Dabei war die Wahrheit sonnenklar. Augen, wofür brauche ich euch noch? All meine Vergehen, die ich begangen habe, sollt ihr nie wiedersehen. Ah! Vom Eisen befreit. Vom Eisen befreit, eil ich über Strom und Bäche. Seht her, Thebaner, seht mich an. Mich, den an eurem Leid Schuld tragenden Mann. Ich bin es, ich werde es nicht beschönigen. Der der Mörder eures Königs und der Schänder eurer Königin. Die Wahrheit trat ans Licht. Der Frevel sei gesühnt. Tötet mich. Ich habe es nicht anders verdient. Ödipus, geht's dir gut? Kreon, bist du's? Ja, ich bin es. Verzeih mir, Kreon, ich hab dich zu Unrecht bezichtigt. Ach, vergessen, aber ich bitte dich, geh nicht. Doch, so ist es bestimmt, damit mein Volk der Pest entrinnt. Aber Ödipus, du bist blind. Buenos dias, lassen Sie ihn. Ich kümmere mich um ihn. Schau an, gerade noch der größte König von Theben. Jetzt trägst du auch eine Raven. Verzeih mir, Tiresias. Auch dich habe ich zu Unrecht bezichtigt. Richtig, aber nicht so wichtig. Du brauchst jemanden, der dir blinden Mann zeigt, wie man sich zurechtfinden kann. Ich schlage vor, wir gehen nach Athen. Vor allem die Akropolis, die solltest du sehen. Oh, Entschuldigung. Athen? Es sind 106 Meilen nach Athen. Der Benzintank ist voll. Wir haben ein halbes Päckchen Zigaretten. Es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen. So machen wir es. High five. Bruder, lass uns euch hängen. Vor der Wahl.
Schicksal angenommen, wären sie vielleicht glimpflicher davon gekommen. Wer weiß, was wäre wenn? Im Grunde ist es müßig, darüber nachzudenken. Das Leben hat einen manchmal ziemlich fiese Form. Am besten man bewahrt sich in der Krise den Durst. Ein ganz großes Dankeschön an alle, die da waren und auch immer noch da sind. Was kann ich jetzt noch sagen, damit es für Sie auch interessant bleibt, noch für die zweite Hälfte unseres kulturellen Abends hier zu bleiben? Vielleicht, dass es immer noch regnet, also nach Hause kommen Sie jetzt eh nicht und auch die zweite Hälfte bleibt kostenlos. Von daher, Sie müssen aber auch nicht hier bleiben, Sie können auch aufstehen und ins Foyer gehen, sich da was zu essen kaufen und ansonsten. Ja, hoffe ich, Ihnen hat der erste Teil gefallen. Ich bin nochmal meinen kräftigen Applaus für alle, die hier auf dem Kino waren. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass doch noch so viele von Ihnen da geblieben sind. Wenn mich nicht alles irrt, sogar fast alles. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des kulturellen Abends angekommen. Ein herzlicher Applaus nochmal für alle, die heute Abend auf der Bühne waren. Vielen Dank. Das war nur ein bisschen, um die Stimmung wieder aufzulockern, so nachdem das ganze Essen im Bauch ist. Ja, vielleicht können wir aber trotzdem einmal kurz durchzählen. Das macht sich mal ganz gut für den Kopfsalat, unsere schulinterne Zeitschrift. Die Dame da ganz hinten rechts mit dem Schal, ja genau, die da winkt. Bitte einmal laut 1 sagen. Und dann einmal genau die Reihe durch. 1, 2 und so weiter. Ganz kurz aber. Ja. So. Was ist das denn? Das ist ein Xylophon. Ein großes Xylophon. Ja. Ja. Bisher finde ich ja eigentlich ziemlich super, diese Idee, so modernes Theater, bisschen Musik, aber weiß nicht, fehlt da nicht noch so was Neues? Ja, dafür haben wir jetzt im zweiten Teil moderne Musik, modernen Gesang, etwas Dinge, die aus der Form tanzen. Und deswegen das Ding hier. Ja, genau. Also im Grunde ein Xylophon, wobei direkter betrachtet. Lasst uns dazu am besten den Profi fragen. Wie Sie sehen, bereits gehört haben oder sowieso schon wussten, hat die Spezies Homo ostwaldiensis einige Handicaps. Beispielsweise eine Schwäche für Zahlen im Zahlenraum bis 1. Aber auch soziale Besonderheiten und akuter Weibchenmangel sind bei dieser sehr speziellen Gattung nicht selten festzustellen. Aber Unmusikalität gehört definitiv nicht dazu, außer bei manchen Individuen, mir eingenommen. Wie dem auch sei, können Sie sich bestimmt noch einige von Ihnen an das Musical erinnern. Und da saß eine ganz besondere Person am Schlagzeug, und zwar Matti Frind. Den möchte ich gerne einmal auf die Bühne bringen. Was spielst du heute für Instrumente? Ja, ich spiele heute hier dieses Instrument, aber eigentlich spiele ich noch ein paar mehr Instrumente. Also das Schlagwerk ist sehr vielseitig. Wir haben über 1000 Schlaginstrumente
Das ist auch von solchen Melodieinstrumenten über Pauken, wie Sie vielleicht aus dem Orchester kennen. Trommeln aller möglicher Art und die berühmt-berüchtigte Triangel. Also wer schon mal in einem 80-Mann-Orchester in eine Generalpause gehauen hat, der weiß, was ich meine. Ja, ich habe heute dieses Beispiel hier aus dem Schlagwerk mitgebracht. Es ist ja ein bisschen exotisch vielleicht, nicht besonders klein. Und ein Großteil hat von Ihnen hat vielleicht schon mal diese Melodie gehört. Und sie trägt nämlich den Namen dieses Instruments. Ihr habt eine Idee, wie es heißt? Es war nicht mein Telefon. Hast du vielleicht Tipps? Naja, es ist nicht von der Firma. Keine Ahnung. Hat vielleicht jemand von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, eine Idee, was das für ein Instrument sein könnte? Nein? Vielleicht, wo es herkommt? Wie bitte? Habe ich dich ganz verstanden? Ah. Ah. Nein, also offensichtlich weiß niemand von Ihnen, Damen und Herren, wie dieses Instrument heißt. Fragen wir doch einfach unseren Profi hier. Ja, klar. Also dieses Instrument heißt die Marimba oder das Marimbaphon. Es kommt aus Mittel- und Südamerika, genauer gesagt aus Guatemala. Und der Unterschied zum Xylophon, sehen Sie, die Größe. Und natürlich diese Röhren da unten. Und die verleihen so einen besonderen Klang. Und man spielt mit Schlägern. Und deswegen, weil es wie so eine Klaviatur aufgebaut ist, kann man im Prinzip alles damit spielen. Zum Beispiel. Ja, also nur so als Beispiel. Das werde ich aber heute nicht spielen, sondern ich habe ein Stück zu spielen von dem vielleicht größten Popstar aller Zeiten. Hast du eine Idee, wer das sein könnte? Karel Gott? Nee. Ich werde ein Stück von Johann Sebastian Bach spielen. Ah, den kenne ich. Ja, also er lebt von 1685. Er lebt von 1750 und er ist ja schon ziemlich alt. Und was macht man heutzutage mit alten Sachen? Man interpretiert sie irgendwie neu. Also Bach hat sicherlich kein Stück für ein Marimba geschrieben. Allerdings hatte er viele andere Stücke geschrieben. Aber, und zum Beispiel kann man Cello-Stücke auf der Marimba spielen. Also viele zumindest. Und genau das werde ich heute tun. Ich werde das Präludium aus der Cello-Suite G-Dur von Johann Sebastian Bach spielen. Alles klar, danke schön. Dann machen Sie sich mit. Thank you.
damit haben Sie den Barockteil meines Programms überstanden. Jetzt gibt es noch ein Stück, das klingt, wurde mir gesagt, wie Fahrstuhlmusik. Eigentlich ist es ein Bossa-Rhythmus und für einen Bossa-Rhythmus habe ich mir natürlich noch Unterstützung geholt von Felix und Anna. Einen großen Applaus. Ja, das Stück heißt Rimpartito Alto von Michael Groß. Ferngesehen? Ich kann nicht, ich bin kurzsichtig. Mein Fernseher ist zu dunkel. Setz die Sonnenbrille ab. Welche Sonnenbrille? Klobrillen übertragen weniger schädliche Keime als Küchenschwämme. Mein neues WC hat Absenkautomatik. Japanische Klobrillen sinken zweimal zügiger ab als deutsche. Deutsche Züge fahren zweimal langsamer ab als japanische. Ich vertraue auf Gravitation. Vorsicht, Apfel. Gelbe Küchenschwämme können nicht schwimmen. Können denn beige Küchenschwämme schon schwimmen? Tschechische Küchenschwämme scheuern schöner als lettische Lappen. Musterhausküchenfachgeschäft, wir richten Küchenmuster gültig ein. In der Nacht macht der Koch in der Küche Licht. Viele Köche verderben den Brei. Brei kann nicht mehr verdorben werden. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wo kein Wille ist, ist das Ziel. Das Beste kommt zum Schluss. Besser kann es ja auch nicht mehr werden. Morgenstund hat Gold im Mund. Hätte sie mal besser Zähne geputzt. Oswald Schüler. Ein großer Dank geht an dieser Stelle an das Team da hinten, die sich also um die ganze Elektronik und so kümmern.
Ja, ich möchte aber eigentlich nur das nächste Stück, den nächsten Programmpunkt ganz kurz vorstellen. Und zwar geht es hierbei um eine Aufgabe aus dem Musikunterricht. Und zwar geht es um die Bearbeitung eines selbstgewählten Stückes, um es gregorianischer zu gestalten. Keine Ahnung, was das heißt. Sehen Sie selbst. Sag mal, ja? Dieser Zauberkünstler, was ist eigentlich bei dem? Keine Ahnung, Mann. Wir haben extra 10 Minuten länger Pause gemacht und er ist immer noch nicht da. Wir haben den bezahlt. Ja. Was denkt der, wer der hier ist? Keine Ahnung. Was war gleich mal dem sein Name? Friedrich Günther. Hm. Was ist denn da los? Fragt mich, ich habe keine Ahnung. Also haben wir irgendwie einen formalen Techniker, der uns einen Status geben kann, weil dahinter, wir haben echt nichts geplant jetzt, wir brauchen jetzt die Zaubershow. Hast du das? Nee, aber wir können halt einfach weitermachen und einfach, dann ist der Günther halt nicht da. Moment, Moment, ich höre hier was. Okay. Ah, okay. Herr Günther ist heute anscheinend krank und kann nicht in den Unterricht kommen, nicht. Wollen wir noch mehr? Er war heute krank, nicht in der Schule und durfte deswegen heute nicht hier auftreten. Kannst du dir das vorstellen? Nee, aber... Also er wurde quasi verboten, hier aufzutreten, weil er krank war. Scheiße, ja. Übelst hart. Was kommt als nächstes, wenn es ein bisschen planlos? Es kommt Touching the Guitar. Ein Flöten- und Klavierstück, also so wie vorhin bereits, von Christoph und Lorenz. Einmal einen kräftigen Applaus.
natürlich immer noch ein Theater. Und das war jetzt relativ viel Musik. Kommt jetzt auch irgendwas im Text? Ja, ja, das kommt dann im nächsten Teil. Im nächsten Teil? Ja. Ist das dann ein Song oder? Nee, ein Gedicht. Ein Gedicht ist etwas Modernes. Ja, also, okay, Gedicht ist ein bisschen veraltet. Wir nennen das heute mal Poetry Slam, dann klingt es ein bisschen moderner. Poetry Slam? Ja, Poetry Slam. Also, komm, ist immerhin besser als ein normales Gedicht. Also Poetry Slam, ich bitte dich. Genötigt wurde, an diesem kulturellen Abend teilzunehmen, habe ich mich natürlich erstmal gefragt, was kann ich denn da Wertvolles beitragen? Und ganzen Minuten an Internetrecherche ist mir dann aufgefallen, was gibt es denn Kulturelleres als ein Gedicht? Und da habe ich dann mir mal eins rausgesucht vom deutschen Dichter Lars Ruppel. Und in seinem Gedicht erzählt er uns von Natur, vom Winter und von der Schönheit Skandinaviens. Und dieses Gedicht möchte ich nun wiedergeben. Es heißt Alter Schwede. Im Wald viel Schnee auf kaltes Holz, der tagsüber ein wenig schmolz und nachts gefror zu langen Zapfen. Und bis auf das schwere Schneeschuhstapfen, das durch die Schneeschicht gehenden Schweden, war es still im Wald, der jeden Schritt, der seine Stille störte, durch tausend dunkle Ohren hörte. Und tausend dunkle Augen sahen einen alten Schweden nahen und vorübergehen. Er trug bei sich, gut geschliffen, der Griff vom Greifen abgegriffen, eine Axt, eine von jenen Exemplaren, die in Schweden die gerade 13 Jahre alten Knaben schon vom Staat erhalten. Und durch den Widerstand des tiefen Neuschnee der Polarnacht liefen ein alter Schwede, seine Axt. Und währenddessen starb ein Lachs. Ich weiß nicht wirklich, wieso, aber Otto fand es klang schwedisch. Und Schnee fiel aus dem Firmament auf einen Weg, den der nur kennt, der ihn zuallererst gegangen. Der Schwede und die Axt gelangen schließlich an den Rand einer Lichtung, auf der sich ein kleiner Obelisk aus Stein befand. Und vor dem Obelisken stand, verziert mit Runen und Popanz, ein Schrein, aus dem der Lichterglanz von Kerzen, wie jahrelang zuvor, die Dunkelheit der Nacht bezwang. Der Schwede trat zum Schrein heran, setzte sich davor und dann zog er sich in aller Ruhe. Zuerst die schneeverklebten Schuhe und dann den Rest der Schwedentracht aus und saß nun in der Nacht, so wie wer ihn schuf und hob die Axt wie zum Gotteslob und murmelte auf Schwedisch jenen Zauberspruch des alten Schweden, so wie sicher tausendmal zuvor bei diesem Ritual. Nach den ersten Versen stand der Opa aus dem Schwedenland auf und tanzte wild im Kreise, wobei er weiterhin ganz leise und wie von Sinnen frommelnd sprach, um mit der letzten Silbe nach Norden hin sich zu verneigen, sich dem Nordstern nackt zu zeigen, der Götter Augenlicht zu blenden mit unrasierten Männerlenden und einer Axt in seinen Händen, die Zeremonie zu beenden. Da schwang der mystisch aufgegeilte Schwede seine Axt und teilte geradewegs die erste Fichte, die er vor die Klinge kriechte. Des Schweden Schläge jäh durchdringen den stolzen Leib aus Jahresringen, bissen sich durch die Geschichte, machten Ring für Ring zunichte, hackten Kleinholz und den zweiten zu Holz erstarrte alte Zeiten, als goss aus einem Holzgewitter ein Wirbelsturm aus Regensplitter. Und als der Fichtenstamm hernach mit lautem Krach zu Boden brach, schlug der Schwede weiter auf den ausgenommenen Baumstamm drauf. Schwere Schwedenschläge bebten, Sägespäne, Schwaden schwebten, und als die Schläge waren verklungen, waren auch die Schwaden ganz verschwunden, und es stand allein im Wald ein Schwede, müde, nackt und alt. Und dort, wo eben noch so stolz die Fichte stand, stand nun aus Holz, formvollendet praktisch ein Musterbeispiel für Design, das schönste Ende einer Fichte, ein Meilenstein der Schnitzgeschichte, ein Werk von Schwedenaxt und Hand und altem Schwedensachverstand, so ästhetisch, so genial. Ein Regal. Ein Möbelstück, wie es der Schwede seit vielen Jahren so wie jede Nacht zu sich nach Hause trug und dort mit seiner Axt zerschlug, denn niemand darf die Tradition, die seines Vaters Vater schon an seinen Sohn, als er starb, in letztem Atem weitergab, kennen, jenen Bund der Schweden, die nur mit einer Axt aus jedem Baum ein Möbel bauen können und die sich selbst Ikea nennen. Eines Nachts jedoch geschah, als gerade alles so wie immer war, etwas Unvorhersehbares, neblig, kalt und finster war es, als der alte Schwede schwitzend, nackt an einem Tischchen schnitzend, eine Fee im Wald entdeckte, die sich dort vor ihm versteckte. Ertappt schlich sie zu dem alten Schweden, um diesen dann zu überreden, ihr eine Schrankwand zu kreieren. Sie würde gerade renovieren, zur Belohnung hätte man auch
3 Wünsche als Belohnung frei. Doch der Schwede blieb hart, was sie zu Weißglut trieb. Immer lauter wurde die Fee, erhöht zuerst sein Wunschbudget und warf sich dann mit voller Kraft auf den Schweden, der den Schaft der Axt der Fee entgegenschlug, die im vollen Feenflug mit dem Kopf dagegen knallte und unsanft auf den Boden prallte. Und als sie nach dem schweren Schlag im Sterben vor dem Schweden lag, hat die Fee es gerade geschafft, bevor sie weiterhin gerafft, mit ihrem letzten Atemzug den Schweden mit einem Fluch noch zu belegen. So sollen sein Wirken und sein Tun und alle seine Möbel nun sein von niedriger Qualität und geringer Stabilität, sollen beim Anblick schon erzittern, beim Zusammenbauen splittern, sodass sich sogar die stärksten Mannen den Imbus in die Beine rammen. Es soll die Bauanleitung für Tjorgen, Salmi, Willis, Smör und Jorgen und wie immer sie auch heißen, in blanker Hysterie zerreißen, den Nutzer beim Benutzen quälen und immer sollen Schrauben fehlen. Es soll das Holz in seinen Händen zu ausgeschützten Waldbeständen gepressten Spanholzplatten werden und Lachs soll dieses Leid verbergen, alle Schubladen sollen klemmen, die Märkte sollen sie überschwemmen, auf dass das Elend die vier Wände der armen Kunden weltweit schände. Beim Kaufen und Vermessen könnt Bula und Hotdogs fressen. Und er lag dann in den Wunden. Und der Fluch war dann die Welt gebunden und er wirkt heute noch immer. Wirkt in jedem Kinderzimmer. Kein Ort bleibt von ihm verschont, ob man nur dort lebt oder auch dort wohnt. Jedes Stück aus dem blau-gelben Katalog wird noch im selben dunklen Wald am Arsch der Welt von alten Schweden hergestellt. Und auch jetzt hebt er die Axt und irgendwo stirbt noch ein Lachs. Alter Schwede, dass der Friedrich Goethe heute nicht auftreten kann, das war mir echt den ganzen Abend. Ich bin schon Bier kalt gestellt und jetzt muss ich wieder vor. Wir müssen wieder vor. Ja, ja, wir sollten uns da echt irgendwelche Sanktionen einfallen lassen. Ja, genau, Sanktionen. Was könnten wir machen? Auf jeden Fall seine Gebühr zurückverlangen. Das Geld, was der hier bekommen hat, das kriegen wir wieder. Was noch? Na, keine Ahnung, ja, weiß nicht, dass er uns das nächste Mal eher Bescheid sagen soll, wenn er krank ist. Ja. Oder, ich hab's. Der ist anscheinend nicht verlässlich, auf den kann man sich nicht vertrauen. Ja. Der ist einfach unzuverlässig. Ich hab's. Wir müssen, wenn er krank sein möchte, muss er seine Eltern Bescheid geben, damit die anrufen können und ihn entschuldigen können. Oder? Das ist eine gute Idee. So machen wir's. Was noch? Das reicht nicht. Der muss richtig bluten. Ja, keine Ahnung. Sag du was. Ich hab's. Das ist das Beste. Wenn er nochmal krank sein muss, da muss er ein ärztlicher Attest mitbringen, wenn er krank sein will. So machen wir es, so machen wir es. Dann muss er zum Arzt. Ist okay. Kommen wir nun zum mittelalterlichen Intermezzo. Ist also so ähnlich wie die, wieder aus dem Musikunterricht, eine Aufgabe, ein Stück aufzubereiten. Es nennt sich Rivers and Roach, The Head and the Heart. Von Anna, Anna, Josephine, Matti und Felix. Bitte auf die Bühne. Applaus.
Licht. Dankeschön. Und, was meint ihr? Gutes Konzept, muss ich sagen. Das freut mich. Und das ist sogar erst der Anfang. Dieses Prinzip kann man noch ins Unendliche steigern. Es wird garantiert Publikumsmagnet. Ja, also ich wäre auf jeden Fall dafür. Apropos, wo ist eigentlich unser Lieblingsfreund? Meinst du etwa mich? Nein, nein, nein. Oder Investor? Schon zur Stelle, wenn es ums Geld geht. Ja, also na, mit dem Geld müssen wir da mal schauen. Das machen wir dann. Wir stehen dann später an der Tür draußen und ihr könnt ganz freundlich Spenden verteilen. Genau. Ja, aber mit der Planung, da können wir dich vielleicht ein bisschen einbauen. Aber in der Zukunft müssen wir mal schauen. Auf eine zweite Chance, mein Freund! Na dann, das Projekt ist wohl einstimmig angenommen, oder? Dann bleibt uns nur noch die finale Frage. Haben wir ein Klischee überwunden? Ach, das ist eigentlich komplett egal. Lasst uns einfach feiern. Oh, Peter. Können wir also hier noch darauf warten, dass auch das die Gitarre dann angeschlossen ist? Ah, das Ausgezeichnet. Das Schlagzeug ist am Start. Dann würde ich gerne den heutigen Abend ausklingen lassen, einer Vorstellung aller Ostwaldianer, die heute hier auf der Bühne waren. Timo! Ich bin abseits Theo Richard Pascal.
Paul. Und natürlich zum Abschluss das Allerwichtigste, unsere zwei Star-Moderatoren, Friedrich und Max. Und dann haben wir auch noch einen wunderschönen Flugbegleiter, Tobias Kutze. Haben wir auch noch Max Bessin als Flugbegleiter mit Oedipus. Und natürlich auch Anton Hauer, ja? Ich sag mal schon. Glaube ich auch. Genau, vielen, vielen Dank. Bis zum Morgen. Mein Mikro ist, ja. Wir sind, wie Sie sehen, nicht ganz bis zum Ende gekommen mit der Planung. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie da waren. Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, heute Abend hier zu stehen. Uns bleiben noch zwei wichtige Personen zu danken, die uns hier bei dieser Umsetzung sehr geholfen haben. Da haben wir einmal Frau Blochmann da unten im Publikum. Für seine Technik, Unterstützung und natürlich auch auf der Bühne. Dankeschön. Es gibt eine Gruppe von Menschen, denen wir heute Abend noch nicht gedankt haben, und das sind die sich draußen um das Catering gekümmert haben. Und für die bitte ich noch mal um einen großen Applaus. Mir hat es sehr gut geschmeckt. Bitte. Dankeschön. Ja, wir möchten uns als Chors auch nochmal ganz, ganz recht herzlich bei den Drahtziehern unseres Kurses bedanken. Und zwar Felix, Christoph und Matzi für all die Arbeit, die sie reingesteckt haben. Und haben euch dafür symbolisch eine Merci-Schokolade. Dankeschön. Kommen Sie gut nach Hause. Wir verbeugen uns noch einmal alle zusammen. Kriegen wir es hin? Okay. 3, 2, 1. Morgen Party bei mir. Ich komme gern. Die Kästen Bier waren so schwer, ich musste das Auto nehmen. Und wer nahm das Bier? Nimm ihn nicht aufs Korn. Korn habe ich nicht genommen. Wodka? Absolut. Ist Leitbier leichter zu tragen? Schwerer zu ertragen. Softdrinks? Schon vorgeschlagen. Und? Fanta nicht gut. Ginter? Dabei ist er mal der Erste, der nach Cola spreit. Und Musik? Hab einen Mega-Mezzo-Mix vorbereitet. Wollen wir nicht den neuen Club Maha testen? Ist Chardon, nein. Aber lass Rick keine Cola und Bier trinken. Wieso? Na, ist doch herzkrank. Er kollabiert sonst. Rootbier? Daran ist er herzkrank geworden. Oh je, wer hätte das gedacht? Er hatte letztens einen Unfall in seinem Astra. Musste blechen, weil er einen Mercedes den Stern bog. Nach dem österreichischen Dorf Fucking ist ein Bier benannt worden. Echt? Wie heißt es? Fucking Hell.
kam es dazu? Ich habe Titanic geschaut. Und? Da bekomme ich immer so... Das ist doch nicht so schwer, das einfach zu sagen. Eine Katze. Warum liegt sie dort? Sie ist tot. Sicher? Sie bewegt sich nicht. Sie ist tot. Sie bewegt sich nicht. Ist gut. Eine Katze. Warum liegt sie dort? Sie ist tot. Sicher? Sie bewegt sich nicht. Beim nächsten schaffe ich es. Sie bewegt sich nicht. Es ist eine Katze. Was ist das? Eine Katze. Warum liegt sie? Sie bewegt sich nicht. Sie bewegt sich nicht. Es ist also eine Katze. Hat sie es nicht übertreiben mit dem in Polen? Nein.